Willkommen zurück zu Samcut und einem weiteren Spiel. Ja, was ist das für ein Game? Und wieder mal gesponsert. Ja, vielen Dank an den Sponsor. Und wir schauen heute mal rein. Gab auch heute schon ein Giveaway davon. Ich habe zu diesem Key auch 5 Giveaways gekriegt und sind natürlich alle schon schön glücklich verteilt worden. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe es selber noch nicht angeguckt. Ich habe nur Screenshots gesehen. Und jetzt mal gucken. Ich weiß, dass es sich irgendwie um ein Kartenspiel handelt. Ist mal was anderes. Bin eigentlich nicht so der Kartenspieltyp, aber ich habe jetzt mir vorgenommen, das mal ein bisschen so zu testen. So, Login. Ich hoffe, ich kann Login machen. Sign in with Steam. Ja, ich denke doch mit Steam. Hoffen wir mal, dass es so klappt. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll aufgemacht hier. Also das sieht man so nicht. Ist wohl Early Access, das Spiel jetzt. Ist kostenlos. Auf jeden Fall. Und ja, ich habe natürlich einen Key bekommen für Inhalte. Und für Giveaway gab es auch Keys, die Leute hier eintauschen konnten für Inhalte. Und ja, waren recht spendabel. 130 Euro oder 130 Dollar. Wertvoll soll dieser Key gewesen sein, den ich jetzt eingeben kann. Und die anderen hatten 25 Dollar Key. Guck mal, was da alles drin ist. Na, das dauert aber. Muss ich jetzt hier irgendwas noch zusätzlich machen? Nö. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich starte es über Steam. Muss mich über Steam authentifizieren. Das verstehe ich nicht. Muss ich irgendwas machen jetzt noch? Nö. Nö. Warum dauert das denn so lange? Das werden doch jetzt wohl nicht 5000 Leute spielen. Schauen wir mal. Mensch, warum dauert denn das? Ist ich jetzt aufgehangen oder was? Wir starten einfach mal neu. Vielleicht, keine Ahnung, hat sich vielleicht aufgehangen, wer weiß. Anhalten, so, weg. Zack. Wer weiß, passiert. Ist ja noch Early Access. Da kann ein Start schon mal fehlerhaft gehen. Ah, jetzt authentifiziert er mich. Na, jetzt hat es besser geklappt. So, Modi für Player. Wehe, so Mai ist weg. Wehe. Gut. Leider Englisch, schade. Let's begin your journey with a quick 2-minute tutorial that will prepare you for battle and grant you some additional rewards. Okay, also 2-Minuten Tutorial soll mich vorbereiten für den Krieg oder für den Kampf und da gibt es auch nochmal einige Geschenke oder Belohnungen zumindest. Schauen wir mal. Welcome to the City of the Gods. Okay, City of the Gods. Das erinnert mich an so ein Handyspiel. So ein ähnliches Handyspiel habe ich schon mal gespielt. Destiny's Divide is a turn-based game. You are only able to play cards and take actions on your turn. Ja, das ist klar. Ja, jeder Spieler, ne? Also man ist nur dran, wenn man an Zug ist, so, und dann kann man Karten ziehen, das ist ja klar. So, each player is represented by a hero, okay. Also jeder hat einen Held. Your main objective is to defeat by reducing their hero's health to zero. Okay. Also mein Ziel ist es halt, den gegnerischen Helden auf null Leben zu bringen. Ja? So. Was ich gut finde, ist, dass hier das alles vertont ist. Ne? Das ist schön. Vor allem im Early Access. Also, das ist ein Future, was wenige Spieler haben. You can do that by attacking them with beams, spells, or abilities. Okay, Beings. Keine Ahnung, was Beings ist. Aber das ist Spells, Zauber oder eben Fähigkeiten. Was ist Beings? Das wird mir bestimmt noch erklärt. Your main resource is energy. To play cards, you have to spend energy. Romantico, alles schön animiert, ja. Ist schon sehr hochwertig. Ah, okay, hier. Das sind die Dinger, die ich sammle. Feuerenergie, okay.
Und das ist wahrscheinlich das hier. Und dann kann ich die setzen. Alles klar. Sinking. Players will start with zero energy, but will gain one energy crystal per turn until they reach 8. Okay, also immer jede Runde ein Energie. Energy possesses unique abilities called energy augments. You're currently using the fire energy augment. Okay, es scheint wohl verschiedene Fähigkeitsdinger zu geben. Im Moment benutzen wir hier Feuerenergie. Okay. Energy augment deals automatic damage to your opponent at the end of your turn based on how much energy you don't spend. Also. Ah. Okay, also ich muss hier sozusagen. Energy augment deals automatic damage to your opponent at the end of your turn based on how much energy you don't spend. Also umso weniger ich sozusagen verbrauche, umso mehr Schaden würde er bekommen. Okay. Also dürfte ich hier noch gar nicht setzen. Das heißt, er würde dann 8 Schaden kriegen. So. Soll ich eine Karte spielen? Okay, die dürfen nicht angreifen an der ersten Runde, kennt man ja. Okay. Beings normally can't attack on their first turn, however, Ella's passive speed ability allows him to attack immediately. Ah. Normalerweise können die nicht angreifen, aber wenn die so eine Speed-Fähigkeit haben, können die wohl sofort angreifen. Ah, da steht es ganz unten. Ganz unten, rechts, ganz unten steht Speed can attack immediately. Alles klar. Shield immune to the first damage it receives. Also der erste Schaden, den er bekommt, ist er immun dagegen. Alles klar. Try attacking by left clicking the LS card and dragging it to left. Okay. Alles klar. Erik, moin moin. Was geht? Hallo. Ob ich noch am Mappen bin? Warte. Was jetzt hier? Warum kann ich nicht angreifen? No. Blocked by two toy modifier. Ah, links. Okay. Alles klar, jetzt habe ich angegriffen. Ob ich noch am Mappen bin, leider nicht mehr, nein. Oder zumindest sagen wir mal so. Ich würde noch mappen, aber es muss sich lohnen. Jetzt so würde es sich zeitlich einfach nicht rentieren. Aber ich bin buchbar, sagen wir es mal so. Ja? Ich bin buchbar für eine entsprechende Gegenleistung oder Belohnung, Entlohnung, wie man es auch nimmt. Dann werde ich mir das vielleicht nochmal angucken, aber im Moment, nee. Ich habe da zu schlechte Erfahrungen jetzt gemacht mit, ich bin geprägt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wie war ein Silvester? Oh ja, sehr knallig. Beziehungsweise, also ich muss sagen, dieses Jahr war das Feuerwerk das langweiligste Feuerwerk, was ich je gesehen habe. Hab so eine riesen Box gekauft, 40 Euro, verstehst du? Denkst du dir, oh, what? Für 40 Euro so ein riesen Knaller? So Batterien waren das. Und ist im Endeffekt nichts groß bei rausgekommen. Also die Dinger hättest du beim Kindergeburtstag irgendwo aufstellen können auf dem Tisch, da wäre nicht viel passiert. Fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte gern mehr so ein bisschen Bumm, Bumm, verstehst du, dazu gehört. Und die Nachbarn, so denkst du dir, weißt du, da überall knallt und du kommst dann mit deiner kleinen Mini-Fontäne an, verstehst du, die... Ui. Das war's. Verstehst du? Und alle anderen rum dir so Bam, Bam, Bam. Und du denkst dir, oh, jetzt bin ich auch dran. So ein langes Teil habe ich rausgenommen, in den Boden gesteckt. 12 Schuss Batterie. Und dann... Das war's. Da frage ich mich, wieso soll ich das in den Boden stecken? Ja? Da war kein Knall dahinter, nix. Das waren nur so irgendwelche Leuchtdinger. Verstehst du?
Die hast du früher in der Hand gehalten und so. In die Luft geschossen. Jetzt haben sie so ein Ding reingemacht, was in die Erde stecken muss. Da muss das da drinnen stecken. Sonst darfst du es ja nicht anzünden. Muss das nächste Mal nach Polen fahren. Ja. Ich glaube, die sind alle nach Polen gefahren. So wie sich das angehört hat. Also unser ganzes Haus hat gewackelt. Ist ja Wahnsinn. Sinking. Ja. Also cool. Guck mal hier. Denk nach. Okay, gut. Machen wir ein bisschen weiter hier. Wie war dein Silvester? Wie war euer Silvester? Sag mal was. Some beings possess activate ability. Less activity ability sting. It deals 3 damage to any target. Okay. War super. Ach, schön, freut mich. Und wie geht's euch so? Wie geht's euch so? Was treibt ihr so? Okay, die werden einmal in einer Runde benutzt und die muss ich nicht aktivieren. Okay. Right-click the Elas card and drag the arrow to the enemy hero to use the sting ability. Also doch Rechtsklick. You have attacked, used your being's abilities and spent your energy. You will need to wait until your next turn to take any. Press the turn button to end your turn. Ah, da muss ich Dings. Also trigger your fire energy and deal 1 damage to your opponent. Also ihr bekommt trotzdem einen Schaden, obwohl leer ist. Okay. Also man bekommt immer einen Schaden. Okay. Damit das wahrscheinlich ein bisschen schneller geht, ne? Weil die haben sich hier bestimmt als Modell genommen, wahrscheinlich die alten Yu-Gi-Oh!-Dinger und sowas. Und da ging ja mal ein Kampf bestimmt stundenlang manchmal, wenn du es, ne? Muss jetzt zum Schlafen gehen, muss morgen früh aufstehen, wollte mal wieder was von dir hören. Alles klar, vielen Dank, dass du da warst. Kannst gerne öfters vorbeikommen, ich würde mich freuen. Ja, lass es dir gut gehen. Schlaf schön. Und bis zum nächsten Mal. How can I destroy? So, how can I destroy you? Okay. So, was muss ich machen? All cards have abilities, some offensive and some defensive. Also, viele Offensive und viele Defensive. Okay. Okay, das ist wie so eine Art Tank hier. Your opponent has played Ozul, Golem of the South. This being has Guard, a defensive ability that prevents you from attacking their hero or their other beings. Okay. Also ich muss ihn angreifen. Ich kann weder jemand anders angreifen, noch ihn. Ich muss mit diesem Guard-Fähigkeit muss ich ihn angreifen. Okay. Okay. Soll Target aktiv being or Target being in the Shareboard. Okay, also mit dieser Karte kann ich sozusagen dieses Mob da vernichten. Und dann steht mir nichts mehr im Weg und ich kann ihn angreifen. One of the strongest tools at your disposal is your hero power. You can use it once per game, so use it wisely. Okay, dann gibt es noch eine Hero-Fähigkeit. Also Heldenfähigkeit, Double Target Active Beings Power. Okay. Attack your opponent with the improved Elas. Don't forget to use Elas' activated ability by right-clicking it before ending your turn. Okay. Das heißt, den jetzt angreifen. Zack, einmal. Und dann Rechtsklick nochmal wegen der Fertigkeit. Also Rechtsklick ist Fertigkeiten auswählen, Linksklick ist nochmal angreifen. Und weil ich 3 Punkte habe, und mein Zug jetzt beende, kriegt er sozusagen 3 Schaden. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Oh, jetzt kommt Effekt. Was ist das? So, also diese Fertigkeiten gehen direkt so. Magic Barrier is an aura. Auras are very powerful cards, but they will fade over time. This aura has a decay timer of 2, which prevents beings with 4 or more attack from attacking a hero. Alles klar. Also diese Fertigkeitskarte tut 4-mal verhindern, dass ich den angreifen kann, den Helden. The Destiny's Divide Arena consists of 3 main sections. The board, the shared board and the heroic being. Was ist denn heroic being? This is your heroic being. Ah, hier. Das ist being. At any time if you have enough energy.
Wenn ich genug Energie habe, kann ich die Karte jederzeit spielen. The heroic being card is chosen when making a deck. This card will be revealed to your opponent at all times. This is the shared board. It includes two cards from your deck and two from your opponent's deck. All cards can be played at any time. Oh, okay. Also es gibt eine Hauptkarte, die kann ich jederzeit, wenn ich die Energie habe, spielen. Ich weiß nicht, ob die jetzt automatisch ausgewählt wird oder ob man die auswählen kann. Dann gibt es vier Karten, zwei von mir, zwei vom Gegner. Und wir können sie beide jederzeit ausspielen. Okay. Shared board cards are selected in the deck building process. Choose them wisely, as your opponent can use your own cards against. Okay, ich kann sie also auswählen. Ich kann sie auswählen, welche zwei Karten mein Gegner auch benutzen kann und welche Karte hier reinkommt. Okay, gut. Now use all the tools available to you to win the game. Was ist das? Ich will lesen, was der kann. Nix kann der, okay. Mal gucken. Wildest Hour is in play. Beings with power 4 or more can't attack you. Das ist wahrscheinlich die Power hier. Die 10 ist wahrscheinlich Power. Ah ne, das ist Verteidigung. Verteidigung, Angriff. Ich glaube, Power ist das da oben, genau. Da oben. Also theoretisch müsste er angreifen können. First being played on your turn gains a buff. Okay. Ah. Was ist das? You may sacrifice to deal one damage to any active target. Okay, Rechtsklick. Ich kann angreifen, weil meine Power... Oh, jetzt ist er weg. Er ist abgehauen. Okay, das bringt natürlich nichts. Der wird natürlich bestimmt... Oh, geht auch. Okay. Ah, man kann wahrscheinlich nicht direkt angreifen. Okay, aber durch Fertigkeiten kann man ihn noch besiegen. Alles klar. Okay, also man kann XP bekommen durch Spiele. Okay, das ist ganz normal. Aber durch Computer, also wenn man gegen die KI kämpft, dann ist 10% runter. Ah ne, AI Games Award drastically reduce XP after Level 10. Also bis Level 10 lohnt sich das noch mit KI zu spielen, aber ab dann nicht mehr. Dann wird es wohl ganz drastisch reduziert. Okay. Gut. Bis jetzt ganz okay. Genau. 10 Free Card Packs. Ah, kommt noch mehr. Okay. Und wenn ich das... kommt noch mehr Tutorials. Wenn ich die fertig habe, kriege ich 10 Free Card Packs. Okay. Hier, wo es unlocked. Alles klar. Alle haben verschiedene Spielstile. So. Gucken wir mal. Double Target, aktiv Beings Power. First being played on your turn gains thing. Okay. Touch of Power, das ist sozusagen die Fertigung. Take control of an active enemy being until end of turn. It gains speed. First Demon Blade on your turn cost one less. Mhm. Also ich kann erstmal den Schaden verdoppeln und... Der erste, der gespielt wird, nachdem ich es aktiviert habe, bekommt ein +1 Buff. So, der übernimmt die Kontrolle von einem Feind bis zum Ende der Runde. Und der bekommt auch Speed. So, kann wahrscheinlich schneller angreifen. Und der erste Dämon, der gespielt wird, kostet ein weniger. Gut. A card with energy cost equal to or less than your maximum energy for free. Okay, ich kann eine Karte, die gleich meiner Energie oder weniger als ein Maximum ist, kann ich kostenlos ausspielen. Consecutive Activation reduced the effect by one. So, hier geht es irgendwie mit dunklen Elf. Also es kommt immer darauf an, was für ein Deck man baut, ne? Wenn man hier mit Dunkelelfen spielt, nimmt man den Helden. Wenn man mit Dämonen spielt, den Helden. Wenn man mit Vögel oder Phönixe spielt, das spiele ich eigentlich gerne immer.
Okay. Place target active being into the share board. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Wenn ich natürlich, oder wenn er, der Gegner, richtig gutes Viech hat oder eine gute Karte, kann ich mit dem das aktivieren, kann es in das Share Board setzen und dann kann ich das auch benutzen. Das wäre nicht so schlecht, ne? So, Tracken, Vogel oder Phönix würde einen Kosten weniger haben. So, hier haben wir Elfen, okay. During your opponent's next turn, you can't lose more than 3 life. Okay, mehr wie 3 kann ich nicht. Das ist so ein Notfallplan, okay. Opponent gains tax 3 on their next turn. First monster played on your turn costs 1 less. Okay. Also das erste Monster in meiner Runde würde ein weniger kosten. Your opponent gains tax 3. Tax ist immer Steuern, irgendwas. Er zieht irgendwas ab. Aber was genau? Ah, bekommt wahrscheinlich 3 weniger Energie. So soll es bestimmt heißen. Okay. Double target active beings defense and it gains guard and shield. Okay, also das ist der Verteidigung, das Gegenstück von dem. Der macht Angriff, der macht Verteidigung. Also das ist die Verteidigung, das ist der Angriff. Okay. Destroy target active being or aura. First human blade. Destroy target active being. Ah. Also ich kann damit die Aura zerstören, die gerade aktiv ist, oder den Bing. Das heißt das Supermonster, was man da unten auswählen konnte. Das kann ich damit zerstören. Okay. Ich glaube, ich werde bestimmt mehrere Helden nehmen müssen, wenn ich das kann. Ja? Wer weiß. Freeze all active enemy Bings. Okay, first mage you play. Okay, sind Magier. Und auch hier alle aktiven Bings, die gerade gesetzt wurden, werden gefreezed. Okay. Summon a Golem. With Guard and Stone Skin. Its power and defense are equal to your maximum active energy. First Golem Blade. Okay, also erster Golem. Und er beschwört sozusagen ein Anfangsmonster Golem mit Steinskin und Guard. Also den, das war der Gegner, den wir gerade haben in Tutorial. Okay. Also er beschwört sozusagen einen Tank, falls man kein Monster hat. Okay. So, was ist das hier? Valley the Wolf. All your active beings gain 1+1 Buff. Also bekommen ein Ding, okay. Eine Verteidigung, ein Angriff, wenn dein Being draußen ist. Aber da musst du erstmal eins haben draußen, ne? Hm. So, if they are wolves, they gain. Okay, also wenn ich den mit Wölfen spiele im Deck, dann bekommen die alle +2 Angriff und +1 Verteidigung. Und der erste Wolf kostet 1 weniger. Okay, resurrect a friendly being. Oh, das ist auch interessant. Und Orks. Okay. Hm. Schwierig, schwierig. Die Frage ist, spielt man mit Wolf? Also eigentlich ist das hier echt am interessantesten mit dem Wolf. Das ist echt interessant. Der Wolf ist echt interessant hier eigentlich. Die Frage ist, habe ich denn Wölfe in mein Deck? Ich glaube, den nehme ich mal, den Wolf. Der ist gut. Der klingt gut. So, neues Deck. Okay. I move like a whisper and strike with a shout. Okay, save and exit. Alles klar. Starterdeck. Okay, jetzt muss ich ein Ding spielen. Kann ich nicht ihren Code erstmal eingeben? Warte mal. Graphics Ultra. Okay, das ist gut. Frame Limit. 60 reicht vollkommen. Apply Audio ist gut.
Social Account. Steam Account linked. Wo kann man denn jetzt den Code eingeben? Da, Redeem Code, da ist er. Zack. So, da sind meine Items. 50 Standard Card Packs, 5 Random Legendary Card, Leader of Man ist ein Titel, The King ist ein Titel und das hier irgendwie. Sigurd the Brood. Alles klar. Und Sigurd. Da ist ein Wolfpup. Gucke, da sind Wölfe. Da sind die Wölfe. Oh, ein Falke. Schön. Hier auch nochmal. Oh, schön. Auch so ein Wolf. Can't be frozen. Okay, der kann nicht eingefroren werden. Schön. Aber welcher ist dann jetzt? Ah, hier oben kann ich auswählen. Der Iron Golem ist mein Bing. Ah, das ist sozusagen wie eine Heldenfigur. Okay, also man hat einen Held. Und man hat sozusagen einen Superhelden, den man dann immer beschwören kann. Shellboard, das sind die Dinger, die der Gegner auch haben darf. Okay. Verstehe. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay. Gut. Alles klar. Open Packs. Das machen wir noch nicht. Wir spielen erstmal das ganz normale Spiel, so ohne irgendwas. Ja, so, Play vs. I. Okay, los geht's. Kriegt man ja nochmal Picks. Also bis jetzt optisch macht es schon einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Es ist alles animiert, alles gut. Und der Coin Toss, Cosius Starting Order, okay. Der Dragon Lord. Okay. Ich mache als erstes. Gut. Ban one of your opponents, share with cards. Ah, okay, man kann eins... Being deals the match to you, this hour deals with the match. Do it. Target of team being gains. Freeze target aktiv. Ne, das ist nicht. Das ist richtig gemeine Karte. Machen wir mal das weg. Sonst kriege ich immer wieder Schaden. Wenn wir Schaden machen. Replay starting cards. Oh, weia. Das sollte war a card. Okay. Target being gains. And this hour enters play, our non-hit beings gain guard as long as in play, you beings gain. Okay. Gains. Okay, weg damit. Gut, mein Turn. Holen wir den Magier raus. No time left. Okay, man kann noch Zeit hinzufügen, aber einmal bloß. Okay. I'm low on juice. Okay. Alles klar, na, mehr kann ich ja nicht machen. Start your every turn, Kind. Der wird immer stärker. Das ist gar nicht so schlecht. Target being gains, okay. I need to hurry. This being can't be tied by our spells beings and their ability this effect lasts until it attacks. Okay, der ist so lange versteckt,
Bis er angreift. Okay, das ist interessant. I don't have the energy to do that. I don't have the energy to do that. Ah. Okay, ja, eigentlich kann ich nicht mehr viel machen. Boah, der nimmt einfach die Karte hier. Krass, was ist das? Bird. Wieso hat er mich gefreezed? Ist der dumm? Was ist das? Schildwall. Ah, habe ich zweimal. Okay. Spell. Target active. Being gains. Ja. So gibt er einfach viel mehr Verteidigung. Auch nicht schlimm. So. Der greift jetzt an. Nee. Dann kriegt er eh zwei Schaden. Wieso kriegt er nicht zwei Schaden? Ich dachte, der kriegt zwei Schaden, wenn ich hier noch übrig habe. Hä? Verstehe ich nicht. Hm. Egal. Oh, der Wolf, der Wolf. Der muss unbedingt raus, der Wolf. Ein Siemer Golem. Ach du Scheiße. Das heißt, er braucht noch zwei Schaden. Okay, die sind geschützt. Das heißt, genau, die müssen zuerst die angreifen, damit sie meine Viecher oder mich erledigen können. So, wir machen mal den Vogel. Only be attacked by other beings in the area, while you control this being gains. Okay. Sonst kann ich ja nicht spielen. Angreifen bringt auch nichts. Was ist los? Der klaut mir den einfach. Was ist das denn? Du hast gesehen, der hat mir einfach den geklaut. Was ist das denn? Aber es bringt ihn ja nichts, hä? Wieso hat er mich jetzt angegriffen? Hat ihn doch gerade gar nichts gebracht. Okay. Hm. Okay, 4 braucht der. Ja, wir machen das mal auf den Vogel drauf, weil dann kann er eigentlich nichts machen. Ja. Zwei Schaden. Ich heb das mal auf. Ich heb das mal schön, schön auf. Hä? Ah, ich kann trotzdem angreifen. Ah, okay. Ich könnte jetzt trotzdem angreifen, der würde einfach runtergehen. Die zerstören sich aber nicht selber. Okay. Oh, ich habe zwei Vögel. Hm. This being gets a buff. Okay. 2, 4, 6. Ich kann das immer noch nicht anmachen. Das setze ich mal. Zack, Jungle. The play gains free life at the start of your turn. Okay, das ist gut. Jo, das war's eigentlich auch schon. Kann eigentlich nichts machen. Hm.
Der macht mich jetzt platt, ey. Das ist doof. Na gut, egal. Mein Vogel, wenn mein Tier hier rauskommt. Weil ist ja auch eine harte AI, ne? Also. Okay, der greift direkt an. So, wen mache ich jetzt? Den Golem. Genau. Machen wir die Power. So, zack. Jetzt hat er ein bisschen mehr Energie. Die Karten kosten alle nichts mehr. Zack. At the end of your turn, if Bowood gains buff, okay, deal 5 damage. Das ist gut. I'm low on juice. Achso, ist schon wieder low. Dachte, ich kann die setzen hier. Na gut. Jetzt bin ich keine Attack. Achso. Das Turn. Theoretisch. Könnte ich den jetzt einfach kaputt machen, theoretisch. Achso, geht nicht, weil ich den angreifen muss. Okay. So, geht denn der kaputt? Ja. Wieso geht denn mein Vieh jetzt kaputt? Und den vom Gegner vorhin nicht? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Also habe ich doch richtig gemeint, dass wenn ich das angreife, dass der mir den trotzdem den Schaden wieder anzieht. Oder abzieht. Das war mir doch klar. Ja, warum ist das denn vorher beim Gegner nicht passiert? Hm. Der nimmt mich sowas auseinander, ey. Muss ein bisschen üben. Was auch lustig ist eigentlich, ist, dass wenn die voll sind, greifen die Dinger eigentlich immer den an. So wurde es mir eigentlich erklärt vorhin. Verstehe ich nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. So. Einen Vogel noch ausholen, zack. So, jetzt geht's los hier. So, 2 von 2 müsste eigentlich 1 überbleiben für mich. Ach, so kann ich nicht angreifen, stimmt. Hallo Nico, hi. Frohes Neues wünsche ich dir auch. Dann musst du erst den Golem angreifen. Okay, warte mal. Greifen wir jetzt erst den Golem an, zack. So. Der zieht mir ja trotzdem was ab. Wieso zieht der mir jedes Mal was ab? Das ist ja blöd. I need to hurry. Das ist echt blöd. Guck mal, wenn ich den als angreife, zieht der mich hier, macht der mich platt. Das ist doch blöd. Ja, der macht mich jetzt fertig. Hä? Hä? Ich habe den Vogel angegriffen und er in der Mitte greift mich an. Hä? Alles klar. Das dauert wohl noch ein bisschen, ehrlich, dass ich das verstehe.